Servus Leute und herzlich willkommen zum Freitagsvlog. Ja, ich habe jetzt gerade Mittwochabend, ich habe heute mal Futter geholt, das muss ich dann noch aussortieren. Und ja, was mache ich jetzt gerade? Ich stehe hier unten auf der Wiese. Schubkarre ist schon da, mit Rechen ist schon da, Sense ist da, was treibt er? Ja, ich mähe jetzt jeden Tag ein bisschen Gras für die Pferde bzw. auch für die Schweine. Zum Grummet machen ist das, was hier steht, definitiv nicht geeignet. Das ist einfach nur, ja, ich sag mal, Klump. Das verfüttere ich so, wie es ist. Das ist schon relativ trocken auch. Das sieht man im Gras hier an. Das hat schon fast keine Farbe mehr. Es ist hui, wie es da steht. Oder besser gesagt, Grummet. Ja, ich habe beschlossen, ich mähe das ab und haus ihnen über den Zaun. Haben sie was zu fressen. An zweiten Schnitt offiziell mache ich dann hier nicht. Also zumindest kein Grummet, sondern halt nur Grünfutter. An der springt nichts. Da oben wäre es zwar ein bisschen besser, da ist noch ein bisschen mehr Grün drin, aber ja, höhentechnisch, das lohnt sich nicht. Das ist so gering der Bestand. Das würde alles durch die Presse durchfallen und die Arbeit, den Sprit und das da reinstecken, lohnt nicht. Ich habe noch Rundballen vom letzten Jahr übrig. Die müssen sowieso immer weg. Deswegen habe ich mir gedacht, nö, lässt es bleiben. Und mäst es als Grünfutter ab. Dafür habe ich ja genug. Steht ja da unten die Wiese noch und die anderen Wiesen. Das gucke ich mal alles an. Mähwerk, Wegmäher und mit Ladewagen heimholen und dann verfüttern wir so eine Ration für ein, zwei Tuch oder was holen und dann läuft das. Ja, schauen wir mal. Ja, ich werde jetzt auf alle Fälle mal mit der Sense hier was mähen. Ich filme mal dabei. An dieser Stelle sei gleich gesagt, ich bin nicht der Profi im Sensen. Man sieht es hier oben, das waren die Anfänge. Ja, bei mir schaut es nicht so sauber aus und es ist definitiv auch nicht so sauber. Ich habe es nie richtig gelernt, wie es funktioniert. Das hatten wir schon mal irgendwann in einem Video. Also an dieser Stelle, wie gesagt, nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ich es vielleicht verkehrt mache oder was. Für den Zweck, wo ich es mache, reicht es. Ich hätte da ein Balkenmäher, aber abends mit dem Balkenmäher rumrennen macht keinen Spaß. Und wenn ich vor der Arbeit heimkomme, ist es so warm noch. Da macht es auch keinen Spaß, von daher mache ich es jetzt so. Und da pirschen sich gerade zwei Katzen an. Einmal die Fleck und mein Tiger. Hi Tigi! Na Tigi? Giftzweige. Na gut, machen wir was.
arme Irre. Fleck. Oh hier. Tiger, du traust dir was. Oh, hier, Katzen. Drin, das ist gut. Doch. Mir geht's jetzt. Nein. Nein, immer noch nein. So, ein Rubenfüll haben wir. Da steht so. Ja, das langt. Mehr machen wir nicht. Schmeiß jetzt gleich die Pferde hinten über den Zaun. Ja, wie gesagt, vom Mähen her. Bitte nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Da kann ich, wie gesagt, noch viel lernen. Das muss ich mir mal von meinem Hufschmied zeigen lassen. Der kann das Mähen mit Sensen wirklich perfekt. Da schaut es danach aus, wie man am Rasenmäher gemäht. Kerze gerade. Sauber geschnitten. Also. Davon bin ich weit entfernt. Perfektion ist das nicht. Habt ein Nachsehen mit mir, so oft macht man es nicht im Jahr. Ich mache das meistens dann, wenn ich Grünfutter oder was mähe. Und ja, habe ich jetzt vor ein paar Tagen angefangen. Die Fläche hier bis jetzt immer so stückchenweise hier rüber. Und ich mähe das ganze Grundstück wahrscheinlich so. Alles mit der Sense. Und den Rest dann, wie gesagt, mit dem Mähwerk. Da war ich das große Glasanhänger. Und schnell mal über die Flächen drüber. Immer so das, was man braucht. Nehme ich mir IHC mit dem Mähwerk zusammen und den KL300 mit dem Ladewagen.
geht dann schneller. Ja, wie gesagt, das hier, da reicht es mit der Sense und dass ich nicht perfekt schneide, das ist mir im Endeffekt egal. Ja, das ist von gestern. Ich habe gestern in die Richtung gemäht gehabt, dann lag es alles auf dem Gras drauf. Deswegen ist das jetzt ein wenig blöd, das ist alles umgeklappt gewesen, das erwischt die Sense jetzt nicht gescheit. Ja, ist halt so. Bleibt liegen, da wächst sowieso hier nichts mehr hoch, gehe ich davon aus. Zum Mähen lohnt sich's nicht mehr. Da kommt dann eine schöne Ration Mist drauf, vielleicht sehe ich auch noch ein wenig Samen nach oder so. Ja, mal gucken. Und im nächsten Jahr sollte dann die Wiese wieder relativ gut dastehen. Im Frühjahr mit der Schleppenmammut drüber und gut ist die Sache. Dann zieht es auch das Loserzeichen noch ein wenig raus und das da, wo es dann so absterbt, das verfilzt da. Ja, wurscht. Wie gesagt, auf die Schnelle. Und da mag es jetzt wieder Leute geben, die sagen dann, ja, also das ist ja wirklich nur Hobby, was du da machst und hat nichts mit Landwirtschaft zu tun. Ich sag mal so, es ist kein Hobby, es ist Landwirtschaft, es ist eine Nebenerwerbslandwirtschaft, was wir haben. Die wirft da Geld ab. Die Hühnereier werfen mal Geld ab. Schweinefleisch, wenn es denn mal richtig anläuft, mit Sicherheit auch. Ja, da bin ich auf der Suche nach einer passenden Zuchtsau hier zu Ferkelchen. Für den rechten von beiden. Zeit wird's. Ferkelchen stammt aus der AB-Linie bei den rotbunten Husumer. Ja, jetzt bräuchte ich halt, wie gesagt, eine passende Zuchtsau dazu. Und dann schauen wir mal. Ja, Zeit wird's langsam. Jetzt haben wir September. Ich sag mal so, auf Ende September, vielleicht auch bis Mitte Oktober oder so, sollte eigentlich dann der linke, der Schmudi, geschlachtet werden. So war das Ziel, also dass auf den Herbst zu der Ana geht. Der Zuchtsau wäre natürlich nicht schlecht, sonst steht er an der alleine da. Das wäre nicht ganz so schön. Ja, mal gucken, was sich ergibt, sonst bleibt er halt noch ein wenig länger da, bis ich was gefunden habe. Ich tue mich jetzt da nicht ab. Dann läuft er noch ein wenig länger. Schaden wird es noch mit Sicherheit auch nicht. Der freut sich, dass der Schmudi ein bisschen kleiner ist wie das Ferkelchen. Also viel ist es jetzt nicht mehr. Das liegt einfach dran, er war von vornherein ein Nachzügler. Ist einfach so. Ja. Und kastriert worden ist er auch. Dann sind sie normalerweise auch nicht so, dass sie so in die Höhe schießen. Von daher lassen wir mal so, wie es ist und gut ist. Ja. Wie gesagt. Und das Ganze ist natürlich schon eine Landwirtschaft. Ich bin schon wieder vom Hundertsten ins Tausende gekommen, ihr kennt mich ja. Auch wenn das so manch einer nicht so ganz sehen möchte. Es ist halt Landwirtschaft, wie es früher gemacht worden ist. Früher hast du da mit den Sensen noch groß gemäht. Heutzutage gehst du da gleich mit einem großen Bulldog her und mit einem riesen Ladewagen oder so. Klar, das ist die moderne Landwirtschaft, wie es größere Betriebe mit Sicherheit machen. Für meine zwei Pferde, den Esel, die zwei Ziegen hinten und für die zwei Schweine hier unten brauche ich nicht mit dem Bulldog große Flächen mähen. Es lohnt sich nicht. Klar, ich könnte jetzt den IHC auch anhängen und könnte hier unten rumeiern und könnte hier mähen, aber dann müsste ich mit dem Balkenmäher auf jeden Fall wieder nachmähen. Also mache ich es gleich mit der Sense, ist einfacher. Ja, und fit halten tut das Ganze auch. Wie gesagt, es ist. Ist halt Landwirtschaft noch im kleinen, im alten Rahmen, so wie es früher gemacht worden ist und nicht das ganze Moderne. Ich weiß auch, dass viele mit Sicherheit sagen, hättest du den scheiß Miststreuer weggeschmissen und hättest du was Neues gekauft. Klar, wenn ich das Geld dafür hätte, so ein großer Teppich Breitstreu, Miststreuer, hätte mir schon gefallen, aber davon reden wir jetzt mal nicht, weil da fehlt das da. Wo soll ich es hernehmen? Ne? Zaubern kann ich auch nicht. Das nächste ist dann der Schlepper, den ich vorne dran habe. Und für mich ist, wie gesagt, es lohnt sich kein größerer. Aua, ihr Schnogen beißt wie Sau. Für mich lohnt sich kein größerer Schlepper und für mich lohnt sich genauso wenig noch größere Maschine anzuschaffen. Für das, was ich habe, sind meine Maschine vollkommen ausreichend. Ich brauche nichts Größeres. Ich habe einen 3 Meter Gruppe. Ich habe den 3 Schuhe Kronepfluch mit 1,20 Meter Schnittbreiten. Ich habe die zwei kleinen Krame. Ich habe den Allgeier. Die sind alle noch am Erben, die haben alle noch ein bisschen was. Dass ich den Winkeldrehpfluch für Eicher habe, ich habe noch zum Schälen gehabt. Mögen mich auch einige Leute dafür belächeln, weil ich das. Jetzt wird es aber langsam gastig. Mögen mich auch einige Leute dafür belächeln, dass ich es gemacht habe, aber ich probiere neue Wege. Ich habe den Tipp gekriegt, dass man schälen kann. Ich habe auch Erfahrungsberichte über Biolandwirte
Haben wir ein wenig recherchiert, die schälen auch. Deswegen probiere ich das so gegen die Distel vorzugehen. Funktionieren muss es normal, weil früher haben wir das Problem auch nicht gehabt und die Distel haben wir jetzt das zweite Jahr drin. Also eigentlich kann es nur besser werden, weil 2009 wurde das Feld ja mal komplett distelfrei und vor ja, 3 Jahren war da auch noch kein einziger Distel drin gestanden. Also das ist mit Sicherheit wieder machbar. Dafür probiere ich das. Wie gesagt, also da mögen manche Leute drüber lachen. Ich mache mein Ding so weiter und ich lasse mich da auch nicht beirren. Und im letzten Video haben ja einige wieder drunter geschrieben, ach, geh doch gar nicht mehr auf die Kommentare, ei, aber so bin ich halt, ne? Ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile. Ja, ein bisschen aufregen muss man sich schon. Das gehört dann auch wieder dazu, aber naja. Gut, ich verfüttere das jetzt einmal und dann wird langsam Feierabend. Ich kann euch da noch was zeigen. Die Leute auf Instagram und Facebook und in der WhatsApp-Gruppe, die haben es mit Sicherheit jetzt schon gesehen. Waren schon einige gesehen haben. Die Streuwalzen für den Krüger sind fertig. Ja, ich habe auch vorhin gesagt, das Ding zusammenrichten. Also er ist fertig zusammengerichtet. Die Streuwalzen habe ich gestern Abend noch ein wenig lackiert. Da habe ich einfach zwei alte Farbbüchsen genommen. Die andere war Fiat Rotbraun, das war schon 20 Jahre gestanden. Und vor dem Glasrot, das was ich für die Felgen vom Steib gehabt habe, da war noch irgendwas übrig. Das habe ich einfach zusammengekippt, einmal ein wenig verrührt. War schon eine ziemlich zähe Brühe, hat sich scheiße spritzen lassen. Aber es ist drauf. Und ja, Rostschutz habe ich keinen gemacht. Ich habe keinen Rotbraun daheim gehabt. Einen weißen Rostschutz wollte ich dann auch wieder nicht machen, den hätte ich noch gehabt. Also habe ich gedacht, naja, scheiße, dann nimmst du einfach die Farbe. Halten tut sowieso nicht lang. Und noch ein Mischstreuer war der gewaschen und eh mit Öl eingeschmiert. Also von daher, pff, wurscht. Ein metrisches ist auch nicht anders lackiert. Ja, die kann ich euch vielleicht da noch zeigen. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich sie gleich aufräume, auf den Mischstreuer drauf baue. Mal gucken. So Leute, jetzt haben wir mittlerweile für Mittwochabend nachts um 10 Uhr gerade auf die Uhr geguckt, haben einen Schock gekriegt. Ups, ich muss am Morgen arbeiten. ja, wird jetzt langsam Zeit fürs Bett. Ich habe die Streuwalzen geschnappt und ich wollte sie jetzt unbedingt gleich einbauen in der Mischstreuer. Und das habe ich gemacht. Ja, Einbau hier drin in der Scheune natürlich ein bisschen ungünstig, weil rausfahren müsste der Krame mit dem Eichepflug raus, dann müsste der Kipper raus, dann müsste der Schwader raus, dann müsste die Presse raus, dann müsste der Ladewagen raus, dann könnte endlich der Mischstreuer raus. Ja, ihr kennt es ja vom letzten Jahr, das ist ja mehr umräumen und rumräumen, als dass ich was arbeiten kann. Und ja, nee, das macht keinen Sinn, von daher habe ich jetzt versucht, die innen einzubauen. Klar, raus muss er sowieso irgendwann einmal, das ist logisch. Aber wenn es nicht sein muss, dann nicht auf der Stelle. Ja, ich habe die Streuwalzen auf alle Fälle reingekriegt, war ein bisschen mühevoll. Hat einige schöne Kratzer gegeben, dreckig bin ich wie Sau, ein paar blaue Flecken hat es mit Sicherheit auch gegeben. Aber die sind drin. Und wie schauen sie jetzt aus? Ja, ihr seid bestimmt gespannt. Ja, das ist wie gesagt das Fiat Rotbraun. Und das Glasfelgenrot, was ich da jetzt genommen habe, das habe ich zusammengekippt. Das ist dabei rausgekommen, also es ist kein Fiat Rotbraun mehr, es ist aber auch kein Glasrot, es ist irgendwie so dazwischen drin. Ja, der ein oder andere würde jetzt sagen, hättest du halt mal das Blech da mitgemacht. Ja, könnte man natürlich, aber A, ich habe eh keine Farbe mehr gehabt. Und B, ja, ich wüsste nicht, wozu ich das machen soll. Der Miststreuer hat Patina, das ist klar. Der hat im Ganzen überall ein bisschen Rost. So schaut er aus. Er ist aber nicht durchgerostet, das ist das Schöne. Das ist ein Krüger ELH3, ihr kennt ihn ja, sehr bekannt. Ja, der hat Patina und deswegen habe ich da nichts weiter gemacht. Die Streuwalzen habe ich deswegen ein wenig lackiert, dass zumindest ein bisschen ein Schutz drauf ist, weil wenn ich den jetzt so mit die geschweißten Teile hier hingestellt hätte und meinetwegen erst in 3, 4, 5, 6 Wochen oder was Mist streuen du, ja, dann sind die Dinger bis dorthin so flugrostig. Wenn es nicht sein muss, so ist ein bisschen Farbe drauf, ist ein bisschen ein Schutz. Nach dem Miststreuen wird ja immer eingeölt, bloß hier unten in der Scheune einölen, ist ja Quatsch. Also ich stelle mich jetzt nicht hier runter mit 100.000 Schläuch, dass ich da rüber komme und öle nicht da ein. Sehe ich nicht ein. Ich
Hab sie zugemacht, so ein wenig Farb drauf. Auch nicht überall perfekt, also man sieht schon, es sind schon ein paar Ecken, wo halt nichts ist, aber pff. Wie gesagt, wie lange hält das Ganze? Das darf man nicht vergessen. Es ist eine Mischstreuer und ja, kein Sportwagen oder Alltagsgegenstand. Der steht die meiste Zeit im Jahr auch bloß rum. Gut, der wird immer noch mehr gebraucht wie der Mähdrescher, so immer. Ein bisschen schwergängig das Ganze. Ach, der Kratzboden läuft mit, deswegen. Ups. Ja, steht die Smart-Karosse noch drauf. Deswegen ist der so zugebaut. Also drehen tut alles. Es hakt nirgendwo, es bleibt nirgendwo hängen. Ich habe die Höhen gut getroffen. Ich habe auch die Höhe hier unten gut getroffen. Also die unterste Walze. Zack. Jetzt hat. Oder den untersten Streuarm. Ja, der geht wunderbar über den Kratzboden hinweg. Das ist normalerweise kein Problem. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft. Wenn ich jetzt hier davon ausgehe, das ist zwei Finger hoch und ja, da ist genug Spiel dazwischen. Also selbst wenn die Kette mal ein bisschen hochkommt, das scheppert nicht gleich. Das ist die originale Höhe. Habe ich auch so eingehalten. Das passt bei allen. Das ist ganz gut. Der mittlere ist sogar ein bisschen zu hoch gekommen. Im Vergleich zu den anderen, weil die anderen sind einfach ein bisschen tiefer, aber gut, das ist ja egal. Machen wir mal ein bisschen Dampf hier, ja, das sieht man mal richtig. Ja, also wie gesagt, das geht auf jeden Fall hervorragend. Der hätte vielleicht noch einen Ticken höher gekönnt, der da drüben, der passt, und der mittlere hätte eigentlich einen Ticken tiefer gekönnt. Das ist aber halt, weil es Handarbeit ist. Die sind unterschiedlich zusammengeschweißt. Nicht ganz das Spiel eingehalten. Normal ist es ja so, dass die Kante hier mit der Oberkante hier in einer Linie wäre. Ja, ihr seht schon, hier ist es nicht ganz. Und bei dem da ist es ein bisschen höher gerutscht. Ja, das ist halt einfach das Problem. Es ist Handarbeit gewesen und vom Anhalten her. Man hätte sich markieren können und exakt machen können, aber es ist ein Miststreuer. Und die Originalen haben auch nicht 100% gepasst. Also von daher, eigentlich ist es, man könnte sagen, historisch korrekt, was ich gemacht habe. Ja, und mir gefällt das Ganze so, wie es ist. Ich finde, es schaut richtig gut aus. Nicht auf die Lacknasen achten, das war wie gesagt der scheiß Farb, die war schon total klumpig. Ja, der muss jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen damit, der muss jetzt bloß funktionieren. Das ist das Wichtige. Und ich denke mal, das Ziel sollte man theoretisch erreicht haben. Ob es denn so ist oder nicht, das werden wir noch früh genug sehen. Ich bin auch mal gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, was ihr jetzt dann sagt, wie ihr die Streuwalzen so findet. Ob euch die zusagen oder eher nicht. Also ich bin zufrieden. Ich muss sagen, für meinen Zweck schauen die gut aus. Wenn die jetzt noch ihren Zweck im Feld erfüllen und alle halten und die Fladen dran bleiben, dann pff, alles gut. Was will man dann mehr? Und wer jetzt fragt, was ist denn der Fladen? Also bei uns ist die Fladen einfach bloß der Streuarm. Die Fladen. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall. Gut. Und jetzt machen wir Feierabend. Sonst war das halt wieder zu spät. Ja Leute, und damit war es das schon wieder für diesen Vlog. Gibt noch eine Kleinigkeit zu sagen. Ich habe gerade wieder ein paar Äpfel gekrönt. War drunten, ein Arbeitskollege möchte wieder ein paar haben. Der hat leider geschrieben, er möchte ein paar Äpfel haben. Aber nicht was, Bamberger Hörnler, mehlig kochen, festkochend. Was darf es denn sein? Ich habe jetzt wieder festkochen, da habe ich das letzte Mal rausgekrönt. Sorte Soraya. Ja, und ich habe die schon ein bisschen verpackt. Zeige ich euch mal, so sieht es aus. Ja, das Ding da, da war mal, keine Ahnung, da hat sich die Mutter mal irgendwas bestellt gehabt, uns Gewürze oder was weiß ich. Ist mir eigentlich auch egal, was da drin war. Das Säckle war noch übrig. Und das habe ich genommen für die Äpfel. Und wie schaut es aus? Ja. Da sind sie.
vorwiegend festkochend, das Ganze. So, die Soraya. Ja, die Schale ist noch nicht ganz ausgeprägt, das ist klar. Die müssen noch, ja, ich sag mal, 2-3 Wochen vielleicht im Boden liegen. Die Pflanzen sterben jetzt ab. Ich wollte vorhin eigentlich unten zünden, da habe ich es aber irgendwie doch vergessen. Ja, mei, so passiert es halt, ne? Wollte ich euch auf alle Fälle zeigen, aber gut, ist halt so. Wenn ich die Kartoffeln gerade so da habe, weil ich es auch sehe, dass eine dabei, die ist ein bisschen grün. Ja, da waren jetzt Leute schreien, um Gottes Willen, die Kartoffel ist grün, das ist ja giftig, wegschmeißen. Na, so schlimm ist nicht. Klar, grüne Kartoffeln, Solanin, glaube ich, ist das. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Doch, ich glaube schon. Das entsteht, wenn die Kartoffeln dem Licht ausgesetzt sind. Hier war zum Beispiel die Knolle ein bisschen aus der Erde rausgestanden, da war der Damm nicht mehr so toll. Da hat die quasi so ein wenig, ja, möchte man sagen, Sonnenbrand gekriegt. Deswegen ist die so grün. Ja, also gesund ist es, sag ich mal, in dem Sinne nicht. Also die Kartoffel kannst du jetzt schälen, kannst ganz normal als Bratkartoffel, Pellkartoffel oder sonst was essen. Schmeckst da keinen Unterschied. Schmeckt ganz normal wie eine Kartoffel, wirst da nicht dran kaputt gehen. Du kannst da 5 solche Kartoffeln essen, passiert da auch nichts. Du kannst auch 10 Kartoffeln essen, passiert da auch nichts. Es ist so, das Solanin ist giftig, allerdings in einer Konzentration. Da musst du mindestens, also ich sag mal, ja, mengentechnisch, wie war denn das? Da musst du schon eine ganz schöne Menge Kartoffeln, grüne Kartoffeln fressen, dass du das dann als Gift einsetzen kannst. Also von dem sterbt man nicht. Bloß an dieser Stelle mal an alle, die eventuell mal ein Netzle mit Kartoffeln haben oder so, oder halt Kartoffeln kriegen. Kleine Aufklärung von dieser Seite. Ist nicht giftig, wenn da mal eine dabei ist, die so ausschaut, ist das nicht schlimm. Wenn der 2,5 Kilo hockt und die schaue alle so aus, naja gut, dann würde ich mir vielleicht schon Gedanken machen, aber wenn da mal eine dabei ist, ganz normal schälen, muss man nicht wegschmeißen, kann man essen, sterbt man nicht davon. Ich könnte jetzt reinbeißen, ich könnte mir die jetzt anbraten. Überhaupt kein Thema. Passiert nichts. Also wie gesagt, eine Kartoffel, 5 Kartoffeln, kein Thema. Müsst ihr schon eine ganz schöne Menge essen. Ja, das wollte ich euch noch zeigen. Habe ich rausgegraben, die habe ich jetzt in das Säckle eingepackt. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Statt dass ich sie nur in der Plastiktüten oder was packe und da grätzen habe ich jetzt auch nicht, wo ich sie dann rein tun kann. Ich gedacht, naja dann. Nehmen wir mal das Seglato, das bitze ich auch. Da packe ich mir jetzt dann eine Menge Ladung zusammen. 2 Kilo sind das. Ups, bleibst du da. Die nehme ich nur morgen mit. Ich denke mal, da würde er sich wieder freuen. Eine Schachtel Eier kriegt er auch, da wollte er auch noch welche haben. Und ja, dann sind doch wieder alle zufrieden. Ich habe, wie gesagt, eine ganze Ladung angegraben. Oben steht noch ein Kretzen. Für uns selber, ich gleich ein paar mehr aus. Ich grabe jetzt die Dämme alle vorne an, so einen knappen Meter, damit es dann mit dem Äpfelgruber ein schöner geht, dass ich schön reinfahren kann. Und ja, dann bietet sich das Ganze ja an. Ja, und für die Zukunft denke ich mal, wenn andere Leute dann auch bei mir Kartoffeln haben wollen, dann werde ich wahrscheinlich aus ein paar alter Malzsäcke, ich habe welche mit Löchern, ich überlegt, ob ich sie zusammenfliege oder wegschmeiße. Aber die werde ich zusammenschneiden. Weil ich auch so kleiner Seglado oder näher. Wo halt so, ich sag mal, knapp 2 Kilo reinpassen oder 2,5 Kilo oder so. Und ja, dann kann man sie in dem Seglado quasi bei mir abholen. Und wenn man wieder kommt, bringt man das Segle wieder mit. Ist, denke ich, eine ganz umweltschonende Sache. Ich finde es besser, als immer dann die scheiß Plastiktüten, weil die man dann nicht wiedergebracht, die fliegen dann meistens in den Müll. Klar, Plastiktüten ist schnell runtergerupft, vorne rollen, aber so ist doch irgendwie schöner. Hat ja auch irgendwas vor dem Apfelsäckler. Wie gesagt, da kann ich mir ja auf meine Nähmaschine selber welche nähen, das ist ja kein großes Ding. Eine Naht drauf und oben her dann einfach mit einem Schnürle zugebunden. Ja, muss man für hier noch eins suchen. Habe ich jetzt leider keins. Morgen früh dran denken, wenn ich bei den Hühnern unten bin, dass ich mal Schnülle mit drauf tue. Und dann binde ich das Ding zu. Na gut, das war es jetzt auf alle Fälle für dieses Video.
wir sind am Ende angekommen. Und ja, wie gesagt, wenn ich mich immer mal über irgendwelche Kommentare aufrege oder so, denkt euch nichts dabei. Ich weiß, ich soll jetzt eigentlich bleiben lassen, soll jetzt einfach ignorieren, aber teilweise gehen sie einem wirklich auf den Nerv. Und teilweise bin ich so weit, dass ich sage, legt mich doch alle kreuzweise, ich habe keinen Bock mehr. Aber andererseits denke ich mir dann wieder eigentlich auch nicht, weil mir macht YouTube Spaß und deswegen mache ich das Ganze. Ich mache das, um zu zeigen, wie die Landwirtschaft funktioniert. Ist wieder ein schöner Kommentar über Instagram gekommen, ja, von wegen Kindergartenbauernhof und ich soll mich doch schämen und Spülerei und ja. An der Stelle sage ich bloß, wer so denkt und so schreibt, verpisst euch, leckt mich am Arsch. Das ist der Grund, warum ich in meinem alten Betrieb aufgehört habe, weil wenn ein Chef hergeht und mir erklärt, du mit deiner Spülerei und deinem blöden Kindergarten da daheim, an dieser Stelle ist mir scheißegal, dass ich das jetzt im Video gemacht habe, aber wer so denkt, so denke ich über die. Ist mir jetzt egal, warum soll ich mich immer aufregen? Solche Leute sind es doch gar nicht wert. Die haben ja wirklich keine Ahnung. Die Kommentare, die ich immer unter dem Video kriege, die bestätigen das Ganze. Freue ich mich immer drüber. Ja, und ich würde jetzt, wie gesagt, sagen, machen wir Feierabend. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Ein bisschen was bunt zusammengeschnipselt, wird ein paar verschiedene Sachen gemacht. So wie es halt immer ist bei mir, so wie es abläuft. Und ja, man sieht sich wieder. Erstmal ein schönes Wochenende. Bis bald. Servus.